alles über die Periode oder Menstruation. Was ist die Menstruation? Es ist die Zeit zu Beginn des Menstruationszyklus, in der eine Frau einige Tage lang aus ihrer Vagina blutet. Sie wird oft als Periode bezeichnet. Was sind die Ursachen für die Menstruation? Während des Menstruationszyklus geschieht Folgendes. Die Gebärmutterschleimhaut beginnt sich zu verdicken, um sich auf die Aufnahme einer befruchteten Eizelle vorzubereiten. Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, löst sich die Gebärmutterschleimhaut und verlässt den Körper als Menstruationsblut. Wann beginnt die Menstruation? Die meisten Mädchen bekommen ihre erste Periode im Alter von 12 Jahren. Wenn die Periode eines Mädchens im Alter von 16 Jahren noch nicht eingesetzt hat, sollte sie ihren Arzt aufsuchen. Wann endet sie? In der Regel haben Frauen ihre Periode bis zur Menopause, die im Durchschnitt im Alter von 51 Jahren eintritt, aber auch schon ab Mitte 40 bis Mitte 50 möglich ist. Wie lange dauert die Periode normalerweise? Die Periode dauert in der Regel zwischen 3 und 7 Tagen, wobei viele Frauen 5 Tage als am typischsten bezeichnen. Während der ersten paar Tage ist die Blutung am stärksten. Worauf sollte man sich einstellen? Im Durchschnitt verlieren sie während ihrer Periode etwa 6 bis 8 Teelöffel Blut, wobei manche Frauen mehr oder weniger bluten. Was sind Anzeichen und Symptome der Periode? Neben den typischen Blutungen können während ihrer Periode die folgenden Symptome auftreten: Krämpfe im Unterleib oder im Beckenbereich, Schmerzen im Bereich der Vagina, Schmerzen im unteren Rücken, Blähungen, berührungsempfindliche, spannende oder schmerzende Brüste, Appetitveränderungen, Stimmungsschwankungen oder Reizbarkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit.